Willkommen zurück. So, jetzt fahren wir die Rücktour nach... Moment, ich schilder noch schnell um. Das ist nicht. Plus 2. Nach Bad Wildbad. Wir drehen wieder hinten über den Parkplatz, weil hier hüben, da warten schon die Leute. So, Hilfspfeile machen wir uns an. Und dann würde ich sagen, in den Bus... Und los. Blinken. So, ich habe mir mal in der Aufnahmepause ein wenig die Sichten angepasst, weil ich nicht wirklich davon überzeugt war. Ich hatte den Eindruck, ich sitze viel zu weit vorne an der Frontscheibe und habe das jetzt entsprechend angepasst, dass ich etwas mehr Übersicht habe. Hui. Und vor allen Dingen, dass ich auch die Spiegelsichten besser habe. So, nach dem roten wäre Platz. Da fahren wir gleich rum und nutzen das aus. Langsam hier. Aber eigentlich haben wir genügend Platz. Ja, hier kommt was. So, danach wäre Platz. Und jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Oh, du willst hier hoch. Ja, da muss ich jetzt erstmal so einfallen lassen, dass du hier hochkommst. Jetzt fahren wir aber wirklich hier richtig schön rüber. Dass wir nicht wieder an die Kugeln hängen bleiben. Diesmal geschafft, ohne anzuecken. Zumindest. Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Morgen. Einmal dieses Regio X-Ticket. Was möchtest du haben? Ein Regio X-Ticket. Na, da gucken wir doch mal. Das ist dann das hier. 15,60. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte. Ja, ich bin doch dabei. So, du hast mir 17 gegeben. 1, 2, 3, 4 und Dankeschön. Noch einen. Bitteschön, was möchtest du haben? Kurzstrecke ermäßigt. Wäre schön, wenn du mir was erzählen würdest. Kurzstrecke ermäßigt. 1,20 und 30 sind 50. So, ich würde sagen, wir haben, so wie es aussieht, noch ein klein wenig Luft. Gucken wir doch mal schnell auf den Fahrplan. Fahrplan sagt, um 6.32 Uhr ist Abfahrt. Ist es schon soweit? Wir haben erst 6.33 Uhr. Dann los jetzt. Gucken mal noch, ob die automatische Anschaltung noch an ist. Ne, sie war aus. So, gut. Dann versuchen wir jetzt mal hier vorsichtig rauszufahren. Vorsichtig ist so eine Sache. Ohne irgendwo hängen zu bleiben. Das ist nämlich auch so eine blöde Lampe. Na, ja, also mal vernünftig hier. Schuhmacher, ja. Genau das meine ich. Sneaken wir uns mal vorsichtig dran vorbei. Einmal weiterschalten. Dobel, Waldklinik.
Wir haben einen Unfall? Nein, kann gar nicht sein. Wir sind ganz vorsichtig gefahren. Morgen. Oh, ist das kalt. Oder können Sie mir jetzt in die Heizung machen? Morgen, Tschüss. Ein Regio X, bitte. Regio X. Das hat man ja schon. 1560. Das sieht passend gezahlt aus. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, ob mein Fahrplan schaltet hier. Das finde ich nicht schön, dass mein Fahrplan nicht schaltet. Dann schmeißen wir den jetzt einfach mal raus. Und dann gucken wir mal, dass wir uns den nochmal holen können. Okay, da müssen wir die Uhr klein zurückdrehen. So, mal 34. Haben Sie überlegt? Okay. Da haben wir wieder ein Bild, jetzt gucken wir mal. Ein Regio X, bitte. Moment, jetzt muss ich aus meinem Fahrplan gehen hier. Meine Fresse, wann ist denn das? Hä, was ist denn jetzt los? Ich wollte einen Fahrschein. Ja, Moment, es geht gleich weiter. War das Wagen 3? Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los hier? Hallo? Ja, du kriegst jetzt deine Fahrkarte erst einmal. Verzeihung. Bitteschön. 1, 2, 3, 4. Da sind wir bei 16. Dankeschön. Bitte. So, warum kann ich jetzt keinen Fahrplan hier einladen? Was ist denn das? Endstelle Doppelortsmitte. Aha. Kurios. Anfang 7:04, 7:31. Right. Bad Wildbad, Doppel. Und genau den sind wir doch jetzt gefahren. Und dann geht's um 6.32 Uhr wieder zurück. Und genau den fahre ich doch. Ja, okay. So, na siehst du, geht doch. Fahrplan, wann müssten wir hier losfahren? An der Waldklinik um 6.34 Uhr. Quatsch, da wollten wir drücken. Um 6.34 Uhr. So, da stellen wir auf 6.33 Uhr vor. Da sind wir nämlich wieder unter Zeit. Kommt noch jemand? So, und die haben sich beschwert, es wäre kalt. Wo ist denn das Rädchen unten? Wie haben wir denn Temperatur im Bus? 15 Grad. Haben wir auch eine Außentemperatur? 15 Grad Außentemperatur. So, jetzt ist aber mal genug mit den Rumgespiele hier. Türe zu. Weiterfahren. Mann. Wenn muss man auch alle Türfreigaben und alle Türen schließen. Jetzt gehen wir auch los. So. Jetzt sollte er auch automatisch weiter scheinen. Hoffe ich mal. Jawohl. 3 Mark Stein.
So, schauen wir mal, ob jemand mit möchte an Treibhackstein. Nein, da möchte niemand mit. Dann geht's weiter den Berg hinunter. Da kann der Retarder richtig schön arbeiten. Eyachbrücke. Umsteigestelle zur Stadtbahnlinie S6 Richtung Pforzheim. Nee. Ihr seid ein bisschen empfindlich, Leute. Ja, ich fahr ein bisschen langsam. Nicht so rasend an unserer Tür. Schön, die dürften wir sie auch fast geschafft haben. Ja, es kommt in Sicht. Wir haben es geschafft. Wir sind drin.
Guten Morgen. Niemand. Dann geht's weiter. Doch mal von da was kommt, da kommt gerade nix. Dann rückwärts. Guten Morgen. Einmal dieses RequX-Ticket, bitte. Das war ein Kollege, RequX 1560. Oh, 70, 98, 16, 18, 20. Bitteschön. Hallo. Hier beschwerte sich jemand, dass es immer noch nicht warm ist im Bus. Ja, bleibt bei 15 Grad. Komisch. Dann machen wir das aus. Und gut. Und weiter. Mal sehen, ob es jetzt wärmer wird. Guten Morgen. Das ist kalt hier. Einen Fahrschein bitte. Hallo. Morgen. Fahrschein. Fahrschein normal. 2. 3. 5. Ich hätte gerne ein RequX-Ticket. Ja, ihr mit euren RequX-Tickets. 1560. Danke. Bitte. Hallo. Möchtest eine Kurzstrecke haben? Sehe ich die Kurzstrecke auch? Lese ich die noch? 1,20, 50, 2, 3, 5. Ja. Einmal normal, bitte. Normal. 2,
mal 3, 5, 10. Meine Fresse. So. Genau zu. Von hinten was. Ausholen, so wie wir es wollen. Gar nicht wahr. Ganz normale 60, so wie erlaubt hier. Hä? Seid ihr so empfindlich? Aber ein bisschen Fahrplan einhalten müssen wir auch lätschen. Geht nicht mehr nicht anders.
Hallo. Guten Tag. Hallo. Oder guten Morgen. Und wieder eine Fahrkarte für 1,70. Fahrschein ermäßigt. 1,70. Oh. 3. Ne, das sind 2. 3. 5. Zack. Bisschen eine hässliche Sicht, auch naja. So, gucken, dass hier nichts kommt. Da ist gerade frei. Und da sehe ich leider gar nichts. Da kommt was. So, jetzt würde ich sagen, versuchen wir es mal. Langsam. Diese Kurve ist nämlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So, hier rum. Kalmbach, Parkanlage. Ja, so geht das noch fast. So, hier ist es ein bisschen eng, jetzt fahren wir etwas gemütlicher. Wegen des Gegenverkehrs. Wird es jetzt mal wärmer im Bus? Nicht wirklich. Na gut, dann müssen wir das nochmal anschauen, wie man hier die Temperaturen regelt. So, bekomme ich jetzt auch mal grün? Sehr schön. Ganz schön viele, die raus wollen. Ja. Was, ihr wollt immer noch raus? Dann los raus da. Meine Herren. Und weiter geht's. Kalmbach, Birkenhof, Bahnhof.
Okay. Auf nach Bad Bitburg. Bad Wildbad, Schwarzer Weg. Fast 90, meine Herren. Ganz schön eilig haben wir es jetzt. Bad Wildbad, Bahnhof. Jetzt habe ich auf dem letzten Meter auch noch den erwischt. Elf Minuten kostet uns das wieder. Na gut. Mann. Aufpassen, LKW. Den lassen wir erst runter. Nee. Und da haben wir unser Ziel erreicht. Langsam, nicht so wilde hier. Auch wenn mich das jetzt ärgert, der Unfall zum Schluss. Okay, da sind wir da. Türen auf. Was sagt der Fahrplan? Naja, zu spät. Wir waren bis dahin gut. Okay. Aber wir haben dennoch noch 20 Minuten Zeit, bis es wieder weitergeht. Gucken wir doch gleich mal, wann es weitergeht. Um 7.30 Uhr geht es wieder zurück nach Dubel-Ortsmitte. So. Bus aus. Oh, hier brennt noch was. So, jetzt ist alles aus. Dann gehen wir raus aus dem Bus. Und dann sagen wir, dass wir uns in einem nächsten Video sehen. Bis dahin. Tschüss.